Folge Minecraft. Wir spielen in der Minecraft 1.18. Und ja, Ronja kommt jetzt hoffentlich auch gleich auf den Server. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf sie. Denn ich habe hier eine Überraschung. Nein, wieso funktioniert das denn nicht mit meinen Pfeilen? Ey, Ronja, ich bin echt ein Noob, keine Ahnung. Ich hab geguckt, wo lockt sie sich aus? Ich hab geguckt, wo können wir weitermachen, wisst ihr? Und hab dann da die Falle hingebaut. Ja, kannst vergessen, weißt du? Ich muss noch ein bisschen üben, glaube ich. Die Tropfsteinfallen, die sollen einfach nicht funktionieren. Nein, ich glaube, die müssen einfach aus mehr Höhe. Warte mal, wir können ja mal üben, okay? Ja, komm mal her. Okay, weißt du, stell dich mal hier ganz brav hin. Genau, stell dich mal so. Und jetzt gucken wir mal. Ja, siehst du, es geht doch. Okay, alles klar. Ja gut, Leute, wir sind hier zurück in der 1.18. Letzte Folge kam bei Ronja. Checkt die auf jeden Fall aus. Wenn ihr cool seid, dann checkt ihr die aus. Und ja, da haben wir diese Höhle hier erkundet. Hier ist im Prinzip nicht viel. Was ist das da? Du hast diese Vines entdeckt, ne? Guck mal da vorne. Ich hab die... Willst du da mal hingehen? Die hier? Ach, Mann! Oh mein Gott! Warte! Du bist so ein lucky Mensch, Ronja. Du bist schon wieder Du hast so viel Gott. Glück. Das versteht doch kein Mensch, ey. Das kann doch nicht. Du warst mega. Alles klar. Ich bin fein immun. Kannst mir nichts tun. Du bist absolut immun dagegen. Was hast du getan? Das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, also, Leute, wir sind hier. Unsere Bette mitnehmen? Du kannst unsere Bette mitnehmen. Genau, nimm mal unsere Bette mit. Ich guck mal nach unserem Pferd. Unsere Pferd steht hier draußen. Unsere Betten. Unseren Betten. Nimm mal unsere Betten mit. Okay. Unsere Pferd, wie gesagt, sind beide hier draußen. Sind nicht abgehauen. Ist alles gut. Alles gut. Ich weiß nicht, wie es mit San Sebastian da unten aussieht. Ob der... Lol. Erstmal unter den Baum kriechen. Mein Pferd ist Gras. Ich bin in Richtung Villagerdorf. Du kannst mal herkommen. Ich guck mal nach den alten... Hier bei meinem Pferdchen. So, zackig, knackig, hier immer lang geschaut. Wo ist denn der? Den haben wir doch unten gelassen, weißt du noch? Oh, den einen Villager im Boot, meinst du? Ja, oh, den einen Villager, genau. Ja, den haben wir unten gelassen. Wo ist der denn? Der ist nicht mehr da! Hä? Ja, der kann doch nicht weg sein. Meinst du, der ist in seinem Haus vielleicht? Vielleicht ist er immer nach Hause gegangen. Ja, der hat sicher keine Lust mehr auf den... Oh! Oder hast du das überlebt? Ja, ich hab Wasser-Energy gemacht! Willst du mit runterkommen? Ich mach dir Wasser hin. Du musst nur reinspringen, okay? Ja, ich spring. LOL! Richtig gut, Ronja. Okay. Das ist auch richtig gut, wie sich das hier verteilt über das Haus. Ja. Voll nice. Schick aus. Okay, lass mal gucken. Der ist bestimmt hier drin, wahrscheinlich. Nö, der ist nicht da. Da vorne ist er! Er hat's rausgeschafft! Oh mein Gott! Nice, er ist am Leben! Ach, Ronja, weißt du noch die gute alte Zeit, wo der Villager mit uns untergegangen ist? Aha. Wenn ihr das sehen wollt, checkt die letzte Folge auf meinem Kanal aus. Übrigens, Samstag kommen die Folgen immer. Die ist ein bisschen verspätet, weil, der Villager hat uns sabotiert und uns den Server kaputt gemacht. Jetzt schmeißt du ihn so. Ja, riechst du das nicht, Ronja? Er muss baden, okay? Das ist wirklich notwendig. Und ich dachte mir, wenn wir eine Leine finden oder sowas oder Slimes, dann könnten wir halt eine Leine machen. Dann können wir ihn mitnehmen. Und dann wird das unser Haus-Villager. Unser Haus-Villager. Ich meine, wir wollen die ganzen Mobs und Leute fangen. Also ich meine, im Endeffekt brauchen wir eh einen Villager. Ziel dieses Projektes hier ist, alle Minecraft-Mobs zu fangen. Und mal gucken, wie viele wir tatsächlich schaffen werden. Werden wir auf jeden Fall sehen. Wir haben auf jeden Fall gut angefangen mit den Pferden, ja? Wir haben gut angefangen. Wir haben jeder schon ein Pferdchen. Wir haben quasi einen halben Villager schon. Oh, warte mal. Entschuldigung. Warte, ich baue die Treppe. Wir haben hier einen halben Villager. So, hier hast du deine Treppe, okay? Dankeschön. So, wunderbar. Da oben sind die anderen Villager, die vermissen ihn bestimmt schon. Die haben bestimmt schon so eine Suchaktion gestartet oder sowas. Weil er nicht mehr nach oben kommt. Okay, können wir uns noch was zu essen mitnehmen? Ihr Freund kommt sicher bald wieder heim. Ja, ganz bestimmt. Der wurde auch nicht entführt oder sowas. Nein. Würde niemals passieren. Ja, wir haben ihn ja noch gar nicht offiziell entführt. Das kommt ja noch. Wir haben ihn nur geplant für eine Entführung. Genau, wir haben bisher immer das Ganze erst geplant. Ja, das muss noch durchgeführt werden. Und ich würde jetzt erstmal... Hast du eine Werkbank oder sowas? Ja, habe ich. Warte. Hast du? Hier? Wirklich? Ja. Bitte schön, ich bin vorbereitet. Ronja, erstaunlich. Hier sind zwei Weizen und hier habe ich ganze 31 Brote und du kriegst 31? Die 31 Brote. Ja, wunderbar. Hier, mach meine Werkbank wieder ab. Was ist eigentlich mit dem Golem da vorne? Das ist aber nicht so guter Aufpasser, oder? Die Villager, die werden hier alle geklaut, einer nach dem anderen, verschwinden die. Ach, schau mal, das Huhn hat gerade ein Ei gelegt. Vielleicht brauchen wir uns gar kein Huhn holen. Wir nehmen einfach das Ei mit und es schlüpfen Küken raus. Dann hätten wir nämlich schon mal Mob Nummer 2, nämlich ein Huhn. Müssen wir mal gucken, alles klar. Wollen wir denn für die Pferde mal gucken, ob wir was finden für die?
Eine Leine, meinst du? Ja, ja, eine Leine oder sowas wäre ganz nice. Ich weiß nicht, wir sollten uns auch ein Haus bauen. Das ist dein Pferd, das ist hier. Wollen wir uns hier einfach ein Haus bauen? Theoretisch können wir uns direkt hier oben eins bauen, oder? Dann holzen wir ein paar Bäume ab und dann bauen wir hier oben mal ein Haus. Alles klar, hast du eine Axt? Klar. Gerade nicht, aber also, hier ist eine Axt, dann fang du mal an, die Bäume abzuholzen. Und denk an die nachhaltige Forstwirtschaft, Ron. Ja, ja. Und ich geh mal mit meinem Pferd ein bisschen erkunden. Oh, da unten ist ein Zombie. Aber der läuft raus, der würde jetzt sterben. Sonst könnten wir... Wir müssen ja auch böse Mobs wie Zombies und sowas fangen. Was ist... Nein! Nein! Nein, wo bist du? Nein! Raus mit dir! Nein! Mein Pferd! Warte! Nein! Geh doch! Es friert! Oh mein Gott! Warte! Oh, was? Oh mein Gott! Das war einfach Pulverschnee! Oh no! Warte, mein Pferd wäre fast gestorben! Junge, musst du hier aufpassen! Nee, das sieht man halt auch gar nicht! Hier ist ein Wolf. Oh, ich glaube, der wollte uns retten. Der ist dazugekommen. Aber hat es nicht getan. Naja, wie willst du auch ein Pferd aus dem Pulverschnee ziehen? Warte, ist hier wieder welche? Okay, ich gehe lieber weg. Okay, ich komme wieder runter, Ronja. Das kannst du komplett knicken. Ich komme nicht über den Berg drüber. Okay. Nee, da ist überall Pulverschnee. Oh no. Okay, warte, ich habe jetzt ein paar Bäume abgeholzt. Denkst du, das reicht hier? Ja, das, wenn die erstmal weggedingst sind. Kannst du dich mal um mein Pferd kümmern? Fütter das mal mit Äpfeln oder so. Ich würde jetzt noch mal gucken, ob ich irgendwie alleine über den Berg rüberkomme. Viel Glück, stimmt. Ich versuche nicht zu sterben, ja. Ich meine, der Schnee sieht hier ganz stabil aus erstmal. Ich meine, überall wird er ja auch nicht sein. Erkennt man den? Ja, den erkennt man. Hier ist Pulverschnee. Schon wieder reingefallen. Das hier ist Pulverschnee. Da liegt auch kein normaler Schnee drauf auf dem Pulverschnee. Das ist einfach Pulverschnee, okay. Hier ist der... Nee, da kommen wir nicht rüber. Der ganze Berg ist voll damit. Hä, wie sollen wir denn da hinkommen? Wenn wir Knochen hätten, könnten wir Wölfe schon mal fangen. Aber ich habe keine Ahnung, Leute, wie wir da rüberkommen sollen. Ein bisschen verunsichert, wo hier überall Pulverschnee liegt. Okay, weißt du was, Ronja? Wir müssen vielleicht, wenn wir auf die andere Seite des Berges wollen, vielleicht einen Tunnel bauen. Ein Tunnel? Ja, ja, genau, genau. Okay, alles klar. Hast du eine Schaufel? Ich habe eine Schaufel, ja, ich habe mir vorher eine gemacht. Ich meine, wir können von unserer Höhle aus eigentlich bauen, oder? Das eignet sich doch ganz gut. Dann können wir einen Tunnel machen. Hier ist Zombiefleisch. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, nee. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Hier habe ich einen schönen Birkensetzling. Danke. Hier habe ich einen schönen Eichensetzling. Du, ich wollte gerade hier anfangen, wieder Bäume zu pflanzen, damit es ein bisschen schön aussieht. Das ist wirklich sehr, sehr freundlich von dir. Gerne. Ich danke dir, Ronja. Wir gingen auch überall nicht auf dem Boden rum, was selten ist. Es ist wirklich, ja. Es ist wirklich was sehr Wertvolles. Bäume, Natur und so. Ich weiß gar nicht, warum du das so gering schätzt, Ronja. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich liebe Bäume. Ja, ich nämlich auch. Okay. Gut, Leute, dann haben wir jetzt hier erstmal so einen kleinen Wald gepflanzt. Okay, wisst ihr was? Ich würde es gerne mal versuchen, Ronja, dass wir da zu zweit hingehen, okay? Vielleicht hast du ein bisschen besseres Auge. Okay. Ja? Die Pferde können ja hier bleiben, oder? Theoretisch schon, die sind auf jeden Fall sicherer als im Pulverschnee. Allerdings. Dann lass mal versuchen, anders hinzugehen. Wir gehen mal hier rechts hoch, ja? Vielleicht kommen wir ja näher durch. Okay, pass bloß auf, dass du nicht in den Pulverschnee fällst, okay? Wir müssen jetzt hier irgendwie über den Berg rüber. Weil guck mal, da vorne, hier bin ich nämlich reingefallen. Mit unserem Pferd. Das heißt am besten, wir machen eine große Linie hier drumherum. Okay, große Runde rum und dann einfach oben hoch. Ja, hier ist es, glaube ich, safe. Du erkennst den Pulverschnee auch. Warte mal, du kannst ihn erkennen. Ich erkläre das ganz kurz. Hier, siehst du das? Ah ja, stimmt. Ja, der hat so ein bisschen eine andere Textur, gell? Ja, ja, der ist ein bisschen pulverig einfach, genau. Ich weiß gar nicht, wieso bricht man denn da drin überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Was? Oh, du bist da rein. Und ja? Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das No! Warte mal! Oh mein Gott, ich hab Nein! Tiere. Oh mein Gott, meine Nein, nein, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Okay. Warte. Warte, hier runter, komm runter. Ronja? Ja, warte, ich versuch's. Warte, ich sehe nichts. Au. Ronja, komm hier runter. Komm runter. Alles gut. Nein! Bist du runter? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Warte, pass auf! Oh mein Gott. Komm hier nicht hin, komm hier nicht hin. Ich bin zu spät, Oh, no. Warte, komm rein. Ich sehe überhaupt nichts. Komm in meine Höhle schnell!
Okay. Hier ist ein Skelett. Warte, wo sind wir hier? Was? Hier ist das Skelett. Oh mein Gott, okay, warte, warte. Wir sind runtergefallen einfach. Holy Moly. Ich hab meine Sonne weggenommen. Alter, da ist ein Creeper. Okay. Vielleicht können wir den irgendwie abwehren. Pass auf, pass auf, pass auf. Da ist er noch. Oh nein, halbe Deckung weg. Warte, was? Hier ist das Skelett. Oh, hier ist das Skelett. Was? Tschüss. Sehr gut. Oh, wir haben Knochen bekommen. Vielleicht können wir damit die Hunde zählen. Warte, wo sind wir hier? Alter. Oh, das ist ja riesig. Wir sind einfach in so eine Tropfsteinhöhle gefahren. Boah, hast du noch Fackeln? Ich habe noch Fackeln, ja. Warte, gib mal her. Wir müssen schnell ausleuchten. Sonst kommen hier immer noch mehr Mobs. Junge, was ist hier los? Das gibt's ja gar nicht. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das war's denn hier an der Stelle mit unserer Folge. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht sterben oder sowas. Ronja, am besten stellt sich irgendwo in eine Ecke, wo dir nichts passieren kann. Ja. Hier ist, glaube ich, ganz gut. Genau, das ist immer... Okay. Nein, kannst du dich nicht einen Block daneben stellen? Einen Block daneben! Ich mach's für dich. Hier, komm. Du machst mich. Okay, wunderbar. Alles klar. Weißt du, es ist einfach nicht der gleiche Effekt. Alles klar. Leute, das war's mit unserer Folge. Schaut bei Ronja vorbei. Da kommt die nächste Folge am Mittwoch, oder Ronja? Ja. Nee, warte, am Donnerstag, weil deine kommt erst morgen. Ah, Entschuldigung. Am Donnerstag kommt die Folge und... Aber sonst immer mittwochs. Sonst immer mittwochs. Wir sehen uns. Bis dann, euch allen noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Und hasta la pasta.